Euch allen, liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Grüß Gott. Und in der Vorfreude auf dieses große Fest grüße ich Sie alle ganz herzlich. Meine Botschaft eigentlich, die ich den Menschen ins Herz legen möchte, habt festes Vertrauen, Gott wird den Tag des Sieges, wird den Frieden vorbereiten. Aber es muss auch ein Friede mit Gott sein, nicht nur ein Friede unter den Völkern, damit sie nicht aufeinander schießen. Gott wurde von unendlich vielen Menschen verlassen, hier in Europa und in der Welt, aber besonders in Europa. Es gibt eine Gesellschaft, die hochprozentig ohne Gott lebt. Und ich glaube, das ist auf Dauer auch nicht gut. Ne? Und wenn dem Teufel etwas gefällt, dann dies, die Menschen von Gott wegzubringen. Und da bleibt nur Krieg und Tod übrig. Und darum beten wir und bitten wir Gott, uns mit sich zu versöhnen. Und die Frucht davon wird der Friede sein. Glaube fest an den Sieg Gottes. Ich wünsche euch jetzt schon ein gesegnetes, heiliges Weihnachtsfest. Und was kann ich euch mehr wünschen als ein tiefes Erkennen dessen, was das Weihnachtsfest eigentlich bedeutet, was es ist. Wisst ihr, Weihnachten ist nicht bloß ein Fest von Lichterketten und glitzernden Weihnachtsbäumen. Das soll nur ein Zeichen, ein Zeugnis dafür sein, was einst geschehen ist, dass Gott Mensch geworden ist. Wir feiern den Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus, seine heilige Geburt. Wie heißt es so schön im Johannesevangelium, 3. Kapitel? Da schreibt Johannes, der Evangelist: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht gerichtet wird, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und weiter schreibt er: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, sondern er hat das ewige Leben. Das ist Weihnachten. Dafür ist Gott Mensch geworden, um uns zu retten, um uns nach Hause zu führen, dorthin, wo Gott selbst ist, in seine Herrlichkeit. Gott ist Mensch geworden. Das heißt, mit derselben Liebe, mit der Gott uns erschaffen hat, ist er zu uns gekommen. Mit derselben Liebe will er teilhaben an unserer Freude, an unserem Leiden, an unserem Leben. Er will mit uns leben. Er will einer von uns sein, weil er Liebe ist, weil er Vater ist, weil er Freund ist, weil er Bruder ist, weil er alles sein will. Das ist Weihnachten. Ein Fest grenzenloser Hoffnung für alle, die Jesus aufnehmen.